Jo, das wird sozusagen die ganz besondere Folge. 5 Jahre darauf hingearbeitet, die Eröffnungsfolge von Gerrits Tagebuch. Es ist jetzt ungefähr 24 Stunden vor der Eröffnung. Die Nervosität steigt voll von Adrenalin und Aufregung. Und wir wollen natürlich alle, 30, 40 Leute wollen alle ihre Punkte von der Liste kriegen. Die letzten Feinheiten, die letzten Perfektionierungen irgendwie noch schaffen. Die Pier und die Terminals sind fertig. Das ist die wichtigste Nachricht. Wir müssen jetzt noch die Finger mit dem Terminal verbinden. Und dann ist eigentlich, wie wir es immer sagen, die Pflicht erledigt. Dann beginnt die Kür. Nur die Kür macht am meisten Spaß. Das wollen wir alle bis morgen noch schaffen. Und ich bin vor allen Dingen aufgeregt, weil wir haben so viel gebastelt und gebaut und umgebaut, gesägt und was weiß ich nicht, die Lifte verkleidet. Und die Flugzeuge müssen noch fliegen können. Ich weiß nicht, ob irgendwas kaputt gegangen ist dabei. Gestern zum Beispiel Stromausfall. Shop, Bistro, Büro für Gerrit. Wir haben Stromausfall im Bereich des Flughafens. Gibt es irgendwo im Gebäude noch einen Stromausfall? Ja. Alles in Ordnung. Falsche Stecker in die falsche Steckdose gesteckt. Es war hier alles tot, Riesenaufregung. Was ist erst schuld? Ich habe mich gerade gefragt, wie es läuft. Und dann sagte ich, es ist zu viel, die Öffnung viel zu entspannt. Und ich habe den hier gerade reingesteckt und dann war es raus. Sven, hier ist der Übeltäter. Großer Schreck. Aber im Endeffekt, es war eigentlich ein schöner Test. Wir haben alles wieder hochgefahren und wir konnten sofort weiterspielen. Auch die ganzen Sicherheitssysteme haben funktioniert. Aber ich möchte unheimlich gerne eine Generalprobe heute noch machen. Mindestens 3-4 Stunden mit den 28 Flugzeugen, die wir jetzt haben, und 80 Autos. Einmal den Vollbetrieb machen, damit wir seelenruhig heute Nacht durcharbeiten können, alles fertig machen können und um 11 Uhr den Buzzer drücken können. Und alles funktioniert von alleine. Das hier ist der letzte Schritt, den wir in Sachen Pier, Finger und Terminals machen müssen. Wir müssen die Brücken bauen. Und da das alles sehr eng ist, ja, wir wollten möglichst viele Flugzeuge ans Terminal bringen, ist es auch sehr eng für die Tanker und Ähnliches, hier unter solchen Aggregaten und so durchzukommen. Und das testen wir jetzt. Und ich hoffe, wir müssen 10 Stück davon einbauen, am Tag vor der Eröffnung, dass das alles passt. So, hier kommen wir von hier. Die ist überhaupt gar kein Problem. Da kommen die Fahrzeuge von hier da rein. Und der engste fährt hier rum. Wollen wir gar nicht weiter gucken, ne? Ja, das ist eines der kompliziertesten Teile hier am ganzen Flughafen. Da hat Stefan 2-3 Monate dran gebaut, auch wenn es nicht fliegen kann. Es ist das Schiffshebewerk und eine Gewindestange hat sich verabschiedet. Es ist eine unheimlich komplexe Mechanik. Wie oft ist sie jetzt hoch und runter gefahren? Ich weiß es nicht. Vielleicht 100 Mal? Ja. Das sind die Kinderkrankheiten, die jetzt gefunden werden müssen, aber die hat man natürlich ungerne am Tag vor der Öffnung. Viel Glück. Ja. Momentan ist das eingetreten, was man eigentlich mit rechnen sollte. Es gibt Probleme. Verzögert sich ein bisschen mit dem Einbau der Brücken für die Verbindung der Finger mit dem Terminal. Da muss ich warten, da das sehr viel Dreck machen wird. Lohnt es sich auch noch nicht, die Anlage von oben sauber zu machen. Ich nutze die Zeit für ein paar Umprogrammierungen, die ersten Autos in die Ladestation zu schicken, damit wir morgen volle Autos haben und dass wir hier mal sauber machen. Denn immer wenn ich die Schuhe ausziehe oder irgendjemand und auf die Anlage läuft, hat man an den Socken schön den Dreck. Das heißt, wir versuchen diese tote Zeit gerade irgendwie zu nutzen. Und ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert, damit wir endlich die Generalprobe mal starten können. Sprich, Volllast, Vollbetrieb, so wie wir es noch nie hatten. Ganz historischer Moment hier bei uns. Wie lange hast du bis jetzt dran gebaut? Hast du mal die Stunden gezählt? Muss ich noch machen. Ich habe am 1. Januar angefangen. Ja, also viele Monate dran gebaut und heute am Tag vor der Eröffnung der Einbau. Das sind so die Momente, die einen noch sehr nervös machen und mich heute sehr freuen, dass es jetzt hier drin ist. Eigentlich bräuchte ich jetzt eine Fanfare, wenn man nach so vielen Jahren die Fahne einholt. Muss ich jetzt salutieren? Nee, ne? So wie es jetzt hier in Knuffingen Airport aussieht, nämlich dunkel, wird es wahrscheinlich auch sein, wenn wir rauskommen hier und fertig sind heute Nacht. Ich hoffe mal, dass es nicht schon wieder hell sein wird. Aber sowas, was uns jetzt gerade passiert ist, sollte am Tag vorm Tag der Wahrheit eigentlich nicht passieren. Dieses Flugzeug wird Niki Lauda morgen übergeben und das wird der offizielle Startschuss der Eröffnung des Flughafens sein. Die ist gerade kaputt gegangen. Sie ist jetzt wieder repariert, geht als Probefahrt nochmal rein. Wir haben sie mit Samthandschuhen behandelt die letzten Tage. Sie ist auch nicht im Dauerbetrieb mitgeflogen, damit sie uns bloß nicht kaputt geht. Jetzt eben gerade beim ersten Test ist es passiert. Ich hoffe, sie ist wieder heil und ich hoffe, dass morgen vor allen Dingen alles so gut läuft. Sowas bringt mich leider aus dem Konzept. Ich hoffe mal, dass alles jetzt langsam etwas besser läuft, als wie der Tag so heute lief. Und dass wir wirklich heute Nacht noch ordentlich schlafen können. Denn morgen kommen so viele Journalisten. Und da wollen wir natürlich alle in guter Laune und voller Fröhlichkeit und vielleicht auch nicht mit solchen Augenrändern uns der Presse, Niki Lauda, dem Bürgermeister und vor allen Dingen unserem Meisterwerk präsentieren.
So, es ist jetzt Mittwoch, Tag der Öffnung, ungefähr 8 Uhr. Wir haben alle sehr wenig geschlafen und es hat gestern Abend alles nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir konnten nämlich nicht mehr wirklich testen. Das machen wir jetzt noch 2 Stunden vor der Eröffnung. Gleich heißt es umziehen und dann hoffen, dass alles klappt. Wir machen jetzt noch eine halbe Stunde Tests, dann bringen wir die Flieger in Bereitstellung, so eine gewisse Wunschreihenfolge und ja, schauen wir mal, ne? Bei den Flugfeldlöschfahrzeugen ist uns jetzt erst aufgefallen, dass Bremslicht und Rücklicht vertauscht ist. Naja, das werden wir jetzt nicht mehr ändern. Und wir haben auch ein ganz kleines bisschen Probleme mit der Soundwanderung über die Anlage. Da sind wohl mal ein paar XY-Koordinaten vertauscht. Das ist mal komisch, es hat alles funktioniert und am Tag, wo man eröffnen will, funktioniert es dann plötzlich nicht. Das sind so die Sachen, die einen etwas wundern. Aber es sind solche Kleinigkeiten. 10 Minuten noch, dann starte ich die Flugzeuge und dann sind es keine Kleinigkeiten, wenn was schief geht. Aber jetzt erstmal um die Löschübung, die ist nämlich heute Nacht endgültig fertig geworden und dann, das sieht gut aus. Jetzt muss nur noch das Feuer gleich wieder ausgehen von alleine. Das Flugzeug brennt wieder, wo die Feuerwehr schon weg ist. Nochmal. Ich muss nur leider kurz blockieren, weil ich die Startrichtung festmachen muss. Perfekt. A380 auf Bringen. Ja. Und die. Bitte? Die 13 auf Bringen. Nachdem der gestrige Tag ja nun wirklich fürchterlich lief, ging es heute Morgen direkt genau so weiter. Aber wenigstens richtig rum. Es lief erst schlecht. Und die letzten 20 Minuten, nämlich dass so das Einfliegen der Flugzeuge auf ihre Ausgangsposition lief, super. Wenn es so gleich läuft, ist alles super. Ich bin super nervös. Vor allen Dingen auch, weil wir eine Sache jetzt aus Zeitgründen nicht mehr testen konnten. Wir haben es noch nie gemacht, dass der ganze Flughafen mit 25 Flugzeugen, 80 Autos stehen hier alle mit Licht an rum, ob die dann per Knopfdruck auch alle losfahren. Das haben wir nicht getestet, es sollte funktionieren. Wir werden es gleich sehen, ob es klappt. Die ersten Journalisten sind da. Es wird jetzt wahrscheinlich die Phase sein, wo ich ganz froh bin das erste Mal, dass viele Leute irgendwas wollen, weil es mich ablenkt von meiner Nervosität. Stell mir irgendeine Frage, lenk mich ab. Das ist die schlimmste Zeit. Es ist alles fertig, es muss auch alles fertig sein. Ändern kann man jetzt sowieso nichts mehr. In 30 Minuten geht's los und ich habe keine Aufgabe mehr, außer zu warten und mich schön mit meiner Nervosität zu beschäftigen. Ein bisschen nervös. Ich wollte mal Hallo sagen, es war eine große Freude. Ich weiß nicht, wer von uns beiden nervöser ist heute. Er, weil er gar nichts tun kann, ich, weil ich es bauen musste, aber freue mich riesig. Toll. Super. Freue mich riesig, dass Sie da sind und bin sehr gespannt, ob das jetzt gleich so läuft, wie wir uns das vorstellen. Bin ich mir fast sicher. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Flughafen. Ja, gerne. Es ist eigentlich kein sehr großer Abschnitt. Mit 150 Quadratmetern gehört er eher zu den kleineren. Aber es ist mit Abstand der aufwendigste Abschnitt geworden. Wir haben fast 6 Jahre von der Planung bis zu diesem heutigen Tag gebraucht. Gestern Abend war so der erste Zeitpunkt, wo ich selbst mal an der Anlage stand und gegrinst habe und gesagt habe, was haben wir hier eigentlich gebaut? Denn der Weg war wirklich weit, 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 weil es ist ja im Endeffekt Spielzeug, was wir hier umbauen, was wir hier modifizieren müssen, damit es 365 Tage, 10 Stunden am Tag läuft. Ich kenne viele, das muss man ja mit ein bisschen Enttäuschung sagen, die kommen nur wegen des Miniaturwunderlandes nach Hamburg. Ich habe auch gehört, jetzt hat einer Ihnen eine E-Mail geschrieben und gesagt, nun, wo der Flughafen fertig ist, kann er ja seine Reise planen. Okay, so ist das. Auf alle Fälle, das ist eine großartige Leistung. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt hier zu besichtigen, zu nutzen, zu bestaunen ist. Und ich habe es wirklich bis heute nicht in diesem Ausmaß erwartet. Ich bin heute brav hierher geflogen, weil der Termin war ausgemacht. Ich muss aber sagen, ich bin paff, erstaunt, was die Brüder hier für Hamburg und ihren Tourismus im wahrsten Sinn des Wortes geschafft haben und Unglaubliches hergestellt. Ich habe in meinem ganzen Leben sowas noch nicht gesehen. Die Niki wird jetzt der Anlage übergeben und wärmt sozusagen den Zeitpunkt vor, wo der offizielle Flugbetrieb beginnt. Der Flughafen ist hiermit eröffnet.
So, 30 Minuten ist es her, dass der Flughafen eröffnet ist. Die Anspannung fällt bei mir irgendwie. Ich bin fürchterlich froh. Fürchterlich, weil irgendwie der Körper sagt noch, irgendwas stimmt nicht, die Nervosität. Und froh natürlich, weil das alles so toll gelaufen ist. Und super froh bin ich auch, dass du hier warst, Niki, oder hier bist. Und wir haben schon viel gefachsimpelt. Zum Beispiel das mit den Strobes habe ich jetzt gerade erfahren, dass ich die an der falschen Stelle anmache. Ja, es gibt viele Piloten, die das vergessen. Die Strobes sind immer dazu da, wenn man auf der Piste steht oder landet. Der, wo man die Piste herunterrollt, soll man sie ausschalten, damit man am Boden dann nicht durch diese Blinklichter die anderen Flugzeuge blendet. Es gibt aber viele Piloten, die das aus Schlamperei vergessen. Das hast du wahrscheinlich gesehen. Genau. Ja, und das fällt mir immer wieder auf. Und deswegen kann man das ganz einfach korrigieren, nehme ich an. Das heißt, am Taxiway sind nur die Navlights an und das Rotating Beacon, aber nicht die Stromlights. Und wenn man auf die Piste kommt, schaltet man die ein. Das wäre dann das Tollste überhaupt. Da werde ich dann irgendwie so eine Art Zufall einbauen, dass es auch mal Piloten gibt, die vergessen. Aber bei der Niki wird es natürlich pünktlich beim Rausfahren von der Runway. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen, was wir vergessen haben oder was verbessert werden müsste? Nein, ich muss ehrlich sagen, ich bin überwältigt, was da hier alles produziert wurde. Weil ich kann mir den technischen Aufwand natürlich vorstellen, den man da hineinbuttern muss, dass das alles so in seinen Abläufen stimmt. Bei jedem Blick, wenn man auf diese Anlage schaut, entdeckt man wieder was Neues. Und das ist ja das Tolle hier, dass man einfach stehen bleibt und nicht mehr wegkommt, weil man noch nicht alles gesehen hat. Ich habe gerade hier hinten wieder die Enteisungswegen gesehen, die sich da hier wieder aufgefüllt haben. Es ist ein unglaubliches Ding. Ich kann dir nur gratulieren zu dieser Technikperfektion, weil die muss dahinter stecken, sonst funktioniert das nicht. Wunderbar, vielen Dank. Ich bin äußerst glücklich und wir planen jetzt als nächstes Italien und dann kommt vielleicht Frankreich und England. Und von unseren Gästen, eine der häufigst gestellten Fragen und auch bei uns im Forum und Wünsche von den Gästen ist, wir sollen immer mal eine Formel-1-Strecke bauen. Ja, wenn der Tag kommt, dass wir uns irgendwann in der Lage fühlen, eine Formel-1-Strecke zu bauen, ich habe das im Forum und so weiter ja oft schon gesagt, dass ich niemals eine Formel-1-Strecke baue ohne Überholmanöver und das ist technisch momentan noch nicht realisierbar. Wenn der Tag kommt, dass wir soweit sind und ich Rat brauche, dann weiß ich ja, an wen ich mich wenden kann. Gut, dann werde ich mit Rat und Tat dabei stehen, wo man am besten überholt. Wunderbar. So, es ist vollbracht, wir haben es geschafft, die Eröffnung ist durch, ist alles gut gelaufen, mit einer Ausnahme. Die Space Shuttle Landung, schön bei den Medien angekündigt, dass sie jetzt kommt, dann wollte ich, dass es schneller geht, weil Journalisten ungern warten, habe reingefuscht und es hat natürlich nicht geklappt. Das war das Einzige, was nicht funktioniert hat und das macht mich sehr glücklich. Ich bin völlig begeistert, weil ich habe heute Nacht eigentlich gar nicht geschlafen und ich weiß gar nicht warum, weil Gerrit und ich standen gestern Abend noch hier und haben getestet. Am Anfang war er völlig nervös, dann hat er gesagt, es funktioniert gar nichts, hat auf den Knopf gedrückt, ich zeige dir das jetzt mal und eine halbe Stunde lang stand er da und hat gesagt, Frederik, das ist nicht normal. Nein, das ist nicht normal, warum funktioniert das alles richtig? Und ich habe es ehrlich gesagt ja auch gar nicht anders erwartet. Es funktioniert immer, wenn Gerrit es am Ende sagt, es ist fertig. Ihr selbst habt ja mitbekommen, wie viele Rückschläge es gab und ich habe hinter den Kulissen oft gedacht, das habe ich nie in die Kamera gesagt, das habe ich auch den 40 Leuten, die hinter mir standen, nie gesagt, dass es viele Momente gab, wo ich aufgeben wollte, wo ich gedacht habe, wir haben uns das echt zu viel vorgenommen. Natürlich darf man nicht aufgeben und wenn man so viel Verantwortung trägt für das, was wir hier auch eben erzählt haben, was wir hier bauen, und da bin ich so froh, dass wir für jeden Stein, den wir in den Weg gelegt bekommen haben, heute umso mehr uns freuen können, dass das Ganze geklappt hat. Dass ihr mich alle auch begleitet habt dabei und es ist einfach ein Freudentag. Ich habe ja als Zuschauer jedes seiner Tagebücher gesehen. Ich habe mal ab und zu was im Schnitt gesehen. Es war auch für mich eine Freude, dich vor der Kamera zu sehen, denn ich habe ihn tatsächlich in meinem Büro ganz anders erlebt. Er stand so oft bei mir, fast mit Tränen in den Augen, hat gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Wir haben schon wieder solche Rückschläge gehabt. Nächsten Tag steht er in meinem Büro und sagt, oh, das ist so toll und wir schaffen das alles, wo er mir gestern noch gesagt hat, es geht gar nichts. Das ist Gerrit. Er ist manchmal sehr optimistisch und manchmal leider ein bisschen pessimistisch. Aber wir alle, das ganze Team, weiß, eigentlich am Ende funktioniert es. Bis auf die Schiffssteuerung. Was ist damit eigentlich? Komm raus! Ja, somit geht eine Ära, könnte man sagen, zu Ende und eine neue fängt an. Es geht die Ära zu Ende der Gerrits Tagebücher vom Bau des Flughafens. Und die neue Ära wird irgendwie heißen Betrieb, Verbesserung, Optimierung, Chaos, Katastrophen des Flughafens. Und natürlich die neuen Bauabschnitte. Wir werden Gerrits Tagebuch natürlich weitermachen. Vielleicht dauert es mal 2-3 Wochen länger, weil wir natürlich jetzt nicht mehr so diese Flut von Themen jeden Tag Neues haben. Aber auf jeden Fall geht Gerrits Tagebuch weiter. Und der Flughafen, es ist jetzt tatsächlich so, man sitzt hier entspannt und das ist überhaupt nicht gut. Nach so viel Stress und nach so viel Anstrengung und wenig Schlafen sollte man eigentlich gar nicht zur Ruhe kommen oder gleich schlafen gehen. Denn irgendwie ist es tatsächlich momentan, es ist alles strunzglücklich, aber sehr müde.
Ich weiß aber ganz genau, wie ich mich wieder wach machen kann. Ich gehe jetzt raus und schaue dem Flughafen einfach mal zu, so wie er aussieht, wenn er fertig ist. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für die vielen, vielen Zuschriften, für die viele Freude, die ihr mit mir geteilt habt an diesem Flughafen, an dem Bau, die Katastrophen mit mir gemeinsam gelitten haben, vor allen Dingen halt fürs Zusehen und für die Unterstützung. Kleiner Hinweis noch, wir haben uns nach vielen, vielen Anfragen entschlossen, eine DVD aus all diesem Material der letzten 2 Jahre zu machen. Die wird ungefähr am Ende des Monats fertig. Und dann freue ich mich schon jetzt auf die nächsten Folgen von Gerrits Tagebuch. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.